Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 50 Fragen zu, heute mit allen aus dem Team Pietsmeet. Hallo. 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 Und Star-Moderator Andi. Hallo. Ja, genau. Mein Lieblingsmoderator. Ja, juhu. Dankeschön, dass du es immer wieder sagst und danach nach der Aufnahme immer enttäuscht bist, wie ich dich wieder unfair behandelt habe. Das stimmt überhaupt nicht. Heute 50 Fragen zum Thema Fantasy vorbereitet ist das Ganze von Ilki. Und nach der letzten Folge, nachdem ich die so, ich glaube, 1 Stunde 40 lang gemacht habe als Moderator, dachte ich mir, wir machen heute mal eine Express-Folge. Es geht um Fantasy. Ich habe vor, heute 8 Minuten zu machen, also 8 Minuten. dann sind wir hier durch, 50 Fragen. Und genau, Ilki, ich lese gerade, ich muss sehr schnell reden. Sie schreibt oder er schreibt, ich weiß es gar nicht genau, ein wildes Quiz aus dem Bereich beliebter Fantasy-Romane. Das geht mir zu schnell. Das geht mir zu schnell. Das Filme, kann ich nicht. Spiele und Serien. Der Herr der Ringe ist heute Thema. Oh, okay. Warcraft, Game of Thrones, nicht Harry nice. Potter und Sonstiges. Mit teilweise knackig schweren Fragen. Ich denke, Sonstiges Game sind alle anderen Bereiche. Ich weiß schon, wer das hart gewinnen wird. jeweils 10 Fragen aus jeder Kategorie. Und es gibt immer eine Schätzfrage und eine Schnellfragerunde. Und ich sag mal so, es wurde dazu geschrieben, dass die Herr-der-Ringe-Fragen, die jetzt gleich als erstes kommen, auch ziemlich schwer sind. Oh Gott. Also, okay. Ich bin gespannt. Aragorn, Boromir. Das ist genau dein Quiz, Andi, oder? Ja. Das ist doch deine Themen. Wobei, du hast jetzt Herr der Ringe gesehen. Ich habe Herr der Ringe gesehen, ich habe Harry Potter gesehen, und aber Sonstiges habe ich noch nicht gesehen. Warcraft, keine Ahnung, Sonstiges, was das ist. Sonstiges ist aber besser als Harry Potter, kann ich jetzt schon sagen. Okay, wir werden sehen, legen wir los. Erste Frage zu Herr der Ringe. Wie heißt die Welt, in der Jay? Mittelerde. Das ist falsch. Das wäre einfach. Also ich wollte gerade sagen, das wäre aber eine krass schwere Frage. Also. Mein Gott, das ist Andi, der moderiert. Der kann doch einfach auch ein Troll sein. Das sagen die bei Ringe der Macht, sagen die das. Andi, einfach weiterreden. Sonst ja. Kommst du nie wie dazu. Wie heißt die Welt, in der der Hobbit, der Herr der Ringe und auch das Silmarillion ja, spielen? So. Wie heißt die Welt? Was? Mittelerde. Also, Mittelerde ist nur ein Teil. Nee, Mittelerde davon. Ist doch nur ein Teil. Ja, dann. Ganze Erde. 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 Nein. Gar nicht so doof. Weißt du, hätte sein können. Ja, 5, 4. Das sagen die drei, bei Ringe. Das sagen die öfters. 2, 1. Habt ihr etwa nicht aufgepasst? Ich schließe die Frage: Ist es Mittelerde? Natürlich nicht. Gibt auch mehrere. Was? Ist es Arda? Ganze Erde. Was? Wie? A-R-D-A. Arda. Arda. Ja. So wie Erde. Da gibt es zum Beispiel noch Valinor oder Amman und okay. Mittelerde. Alman. Alman, ja, ich weiß nicht, ob es das gibt. Skispringer ist das. Amman. Oh Gott, Alman. Das wird ja, ja jetzt, bei Herr der Ringe, das wird ja jetzt 9, 10 Fragen, keine Ahnung. Nächste Frage. Wie wurden das Universum Ea und die Welt Arda erschaffen? Laut Silmarillion. Oh, wie hieß der? Oh mein Gott. Was? Ein Gandalf hat richtig hart gefurzt. Nee, aber ja. Ich weiß noch, es gibt doch den Obergott. Oh, nicht der Sauron, sondern den anderen. Nee, Sauron den ist den Chef kein Gott. Von Sauron. Ja, genau, der hat das erschaffen. Nee. Wie hieß der denn nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Der hat das erschaffen, die Welt, scheiße. Ja, dann 5. Absolut. Wie hieß der Stefan auch? Wie hieß der denn? 3. Stefan. Ah, nicht Amazul. Wie ist der denn? Nicht Stefan Raab. Und ich schließe die Frage durch den. Sauron. Das war nicht der Chef von Sauron. Ah, der Chef. Ich hab verstanden, Stefan Sauron. Ja, das hab ich doch gesagt. Oh Gott. Nein. Sie wurde geschaffen durch den Gesang bzw. das Lied der Ainur. Ada, Ainur, okay, pass auf, das nächste, was ich antworten werde, ist gleich einfach. Was haben wir? Ada, Ainur, Inio. Ida. Und zwar der Iluvatar oder Iluvatar oder so. Der Gott also hat ihre Musik umgewandelt in das Universum. Ah, ja. Kommt da nicht Iluvetzi her? Ja, das ist doch auch der Chef von Sauron. Nee, das ist eine Band. Nee, das ist nicht der Chef von Sauron. Okay, Frage Nummer 3. Noch vor dem ersten Zeitalter waren die Leuchten Iluin und Ormal die Quelle für das Licht auf Arda. Nach ihrer Zerstörung durch Melkor wurden zwei Melkor neue Lichtquellen in Valinor erschaffen. Welche? Darf ich mal kurz fragen? Erstmal Bram. Ja, das weißt du die beiden Türme?
Nicht also der Turm von Sauron und der Turm aus Isengard? Das hat nein. Irgendwer hier anwesend nee. Das Silmarillion gelesen? Nein. No. Klar, ja, ich denke, Abend. Dann werden wir diese Fragen nicht beantworten können. Auswendig gelernt, aber, aber ich will euch Chancen geben. Aber sagen die das nicht auch in der Ringe der Macht? Ja, natürlich. Das weißt du, ich weiß doch, was eins ein Licht ist, aber das andere weiß ich nicht. Okay. Es sind zwei Stück, Licht? Aber... Aber geht doch um nicht. Die andere Welt, oder? Hab gelernt. Nicht Mittelerde. Dann sei mal fünf. Ich drück auch nicht. Ich sag gleich das. 3, 2, 1 und ich schließe die Frage, es sind das die eine zwei ist der Bäume. Turm von, genau, das ist der eine, der Baum von Valinor, der zerstört wurde von dem Bösen, von Stefan Sauron. Ja. Und dann andere, keine Ahnung, was der andere Baum ist. Ich hätte einfach zwei Bäume sagen müssen, so eine Scheiße. Scheiße, ja, das hätte gereicht. Ich wusste nicht, dass der zweite noch ein Baum ist. Wo war der zweite Baum denn? Telperion und Laurelin, so heißen die beiden. Ja, hätte man wissen können, meine. Absolutes ja, Basiswissen. Okay, zweite Frage nicht gewusst. Na, sogar dritte Frage nicht gewusst. Die erste habt ihr wenigstens noch ein bisschen versucht. Aber jetzt kommt Frage Nummer 4. Auch diese beiden Bäume wurden vernichtet. Dieses Mal von Melkor und Ungoliant. Was für eine Kreatur war... Balrog. Moment. Was denn? Hä? Was lachst du jetzt so? Jetzt bin ich verwirrt. Du musst jetzt erst googeln, was das ist. Andy, das ist aber schwach, dass du nicht weißt. Was also, das hättest du aber auch sehen können. Ah, nein, ist das falsch. Fuck you. Schrammen. War das nicht eine Spinne? Ja, es war eine Spinne. Oh, was? Ja, ja alle Bösen eine in Hellering sind doch Spinnen. So riesige Spinnen. Oder Balrog. Ja, ich musste kurz nachgucken, was nochmal ein Balrog ist. Armee von den also ich, Sauron mit seinen 8 Beinen, Alter, als er über das Schlachtfeld gelaufen ist. Das war schon krass. Ja, der nicht. Es war übrigens die größte aller Riesenspinnen. Und hier steht noch ein guter Funfact, den könnt ihr euch mal merken. Ungoliant war die Mutter von Kankra. Im Original ist das Shellob. Der riesigen Spinne, der Frodo, Sam und Gollum begegnen. Oder wer ist im Original Shellob? Kankra oder ist die Mutter Samwise Gamgee. Ich weiß es nicht, das steht hier jetzt nicht so nah, aber es ist auf jeden Fall diese große ja, weil Spinne da. Da stehen zwei Namen, aber dann steht da im Ursprünglichen ist halt ein anderer Name. Also welcher von den zwei Namen ist ursprünglich ein anderer? Wahrscheinlich heißt die Mutter Shellob, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall, es ist also die Mutter von dieser riesigen Spinne, der Frodo, Sam und Gollum begegnet. So, das könnt ihr euch jetzt merken. So. Der hat an den Baum gepisst. Endlich mal was gewusst, 5 Punkte für Bram. Und wir kommen jetzt auch zur Frage Nummer 5. Krass. Stich, Glamdring oder auch Nasil sind berühmte Waffen aus Mittelerde. Doch wie heißt das Schwert, das aus den Bruchstücken von Nasil für Aragorn geschmiedet wurde? Oh nein, das muss man wissen. Wie hieß das auch? Ist das Schwert Anduin? Das ist der Fluss? Ja, aber ist das nicht nach dem König benannt und der König nach dem Schwert? Anduin ist der Fluss. Ja, aber der Fluss ist doch nach dem Typen benannt. Anduin, sagst du? Ja. Es ist so nicht richtig. Okay. Aber Anduin. Christian. Anduil. Ah ja, genau, stimmt. Das lasse ich gelten. Ja, Anduil. Ja, es ist die Flamme des Westens. Und so heißt es. Also fast ich richtig. Glaub, der also, ich meine, Jay hat schon recht. Anduin ist doch der Fluss, aber der ist doch benannt worden nach dem Typen, oder nicht? Ja, keine Ahnung. Wir können das jetzt nicht. Eh nicht rausfinden. Ihr könnt da ewig das ist tatsächlich eine Nummer aus hier die Ringe der Macht. Meine ich. Ja, und Isildur. Ja, ganz viele Namen, keine Ahnung. Nächste Frage. Es ist eine Schätzfrage. Ihr tippt also ein. Oh, Punkte! Und zwar, wie gesagt, nicht Basan eintippen. Bilbos 111. Geburtstag wird am 22. September 3001 des dritten Zeitalters gefeiert. Frodo und Gandalf verlassen Mittelerde und segeln nach Valinor am 29. September im Jahre 1 des vierten Zeitalters. Wie viel Zeit ist vergangen? Und zwar in Jahren. Wow, du willst jetzt wissen, wie lange der Herr der Ringe gedauert hat. Ja, also genau, von seinem Geburtstag, 22. September 3001, dann Frodo und Gandalf verlassen Mittelerde, segeln dahin, am 29. September im Jahre 1 des vierten Zeitalters, wie viel Zeit ist dazwischen vergangen? Das ist die Frage. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Kannst du mir nochmal erzählen, wer wann wohin rennt? Ja, das ist im Endeffekt, wie lange dauert Herr der Ringe? Also, weil das ist so, ja.
Von dem Geburtstag von Bilbo, wo die losgezogen sind, ja einen Tag später oder sogar noch am gleichen Tag bis sagen zum Geburtstag. Die doch Bilbo, einen Tag später sind die los? Also im Prinzip ist die Feuerwerk gemacht. Die Frage ist, wie viel Zeit vergeht zwischen der ersten Szene des ersten Teils Herr der Ringe und der letzten Szene des letzten Teils Herr der Ringe? Wie viel Zeit liegt dazwischen in Jahren? 15 Stunden ungefähr, oder? Nee, so lange nicht. Gibt es du willst wirklich Jahre haben? In Mittelerde? Die sagen das doch ich will auch, Jahre. Meine ich. Die sagen das am Ende auch. Boah. Ja, die brauchen auch lange da von A nach B laufen, da dauert ein Ticken. Okay, ja, ihr habt alle Beine, ne? Ja, ihr habt alle eingeloggt. Ich beginne mal mit der geringsten Schätzung. Christian sagt 5 Jahre. Oh. Christian ist mal kurz auf K, aber ich glaube, es kommt der Feuermelder-Typ. Okay. Jay und Sepp sagen jeweils 7 Jahre. Brammen sagt 11 Jahre und Peter sagt 13 Jahre. Und das Schöne ist, wir haben keine richtige Antwort und ihr seid auch noch ein bisschen davon entfernt von der richtigen Antwort, denn die ist 20 Jahre. Yes. Und damit kriegt Peter. Bilbo sieht aber gar nicht so alt aus. In dem letzten Teil. Ah ja. Oh. Alter! Vielleicht machen wir eine kurze Pause, Andi. Nee, dann komm. Ja, machen wir eine kurze Pause, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Alles Achtung, wieder da. Und wir können zu Frage Nummer 7 gehen. Und die lautet, welchen Beruf, außer, also ihr dürft jetzt nicht sagen, Gärtner, hat Sam über viele Jahre nach der Rückkehr ins Auenland inne? Bitte sag Gärtner. Das ist Gärtner. Koch ist falsch. Das ist eine gute Antwort, aber okay. Aber falsch. Schade. Welchen Beruf? Dann sag ich Garten- und Landschaftsbauer. Ich sag Brauer, also Bierbrauer. Oh, das ist ruhig gerne, nein. Was macht er denn als der. Hier, pass auf, als sie wiederkommen in Herr der Ringe, am Ende, der ist doch einfach Hausmann. Das ist doch kein Beruf. Was ist das denn, Alter? Alter, du bist doch angestellt, Hausmann zu sein. Alter, willst du die Diskussion jetzt wirklich hier aufmachen, Peter, ob Hausmann oder Frau sein Beruf ist? Nee, das ist doch faktisch kein Beruf, oder? Das ist doch kein Beruf. Okay. Ich möchte bisher mir nicht sagen, ob das wichtig ist oder nicht, aber das ist ja einfach kein Beruf. Ja, richtig. Also, möchte noch jemand? Sonst schließe ich diese Frage. Hey, das kann man wissen, denke ich. Sexfluencer. Christian? Der war Zimmermann. Der war auch nicht Zimmermann. 5, 4. Frodos Kammerdiener. Der war Bauer. Nope. Der Frodo ist doch gegangen. 3. Ach so, ja, keine Ahnung. 1. Und ich schließe die Frage, er war Bürgermeister. Nein! Und zwar von Michelbinge, die Hauptstadt des Auenlandes. Er wurde insgesamt 7-mal gewählt, über 40 Jahre lang war er Bürgermeister. Nice! 40 kann Jahre denn 7-mal gewählt werden? Ich denke, nach 2-3-mal ist Schluss. Klingt nach Korruption. Ja, aber doch nicht im Auenland, Junge. Ja, das glaubt er, der wird auch wieder neu gewählt. 140% und so. Wahlbeteiligung. Ja, wirklich. Und alle Moment, fanden ihn super. Das ist Berlin. Tut mir leid. Okay. Habt ihr nicht gewusst? Frage 8. Wir nähern uns langsam dem Ende dieser Kategorie. Wie heißt der älteste Sohn von Samwise und Rosi Gamgee? Alter, was? Christian. Frodo. Das ist korrekt. Richtig, oh, nice. Frodo. Risky. Ja. Bin danach so mit Bilbo gegangen. Schade. Das ist komplett genauso richtig. Frage Nummer 9. Wie lautet das letzte Wort im letzten Vers des Ringgedichtes Ein Ring, sie zu knechten? Das letzte Wort im letzten Vers. Christian. Binden. Nope. Stille. Bitte nochmal? Stille. Zille? Hä? Hallo, Stille! Zwille? Ich habe immer nur Ille verstanden. Ja, ist aber trotzdem falsch. Also ist noch nicht mal nah dran. Finden? So. Nope. Finden. Amen. Ich glaube, ich kenne das Ringgedicht nicht. Ist das nicht, sie ewig zu binden? Ja, aber das ist, geht ja wahrscheinlich weiter. Ja, das alle geht noch weiter. Zu finden. Es geht noch weiter. Genau. So, hier steht extra. So 100 Zeiler. Nein, es ist relativ kurz und es steht extra nicht, es ist nicht binden, denn da folgt noch was. Ja, ja. Ende.
Ja, das. Ende. Richtig, nein, ist falsch. 5, 4, 3, 2, 1. Und ich schließe die Frage, ich lese euch einfach mal vor. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden, im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Oh, wow. Also wäre den Teil kannte ich nicht mehr. Die Schatten drohen. 7 Wörter fehlen da noch. Ja, die haben nicht auf den Ring gepasst. Was soll der Scheiß da am Ende noch? Da war der Ring zu Ende. Meinst du, Stefan Sauron hat da irgendwie einen Fick drauf gegeben? Der dachte sich, Alter, ich bin hier der Chef im Ring. Ich mach's rein, egal, dass ich nicht reimt. Okay, ja, die nächste Frage ist Frage 10. Die letzte in dieser Kategorie ist eine Schnellfragerunde. Wie genau macht ihr das dann? Was ist denn eine Schnellfragerunde? So was hatten wir noch nicht. Das hat mich nämlich auch irritiert, deswegen. Da gibt es 14 Antwortmöglichkeiten. Ach, wir können es jetzt entweder so machen, dass ihr ganz oft buzzert oder ihr tippt. Wie ich sage, jedes Mal gibt es einen Punkt eigentlich. Genau, wir tippen, also ihr tippt es ein und für jeden richtigen gibt es einen Punkt. 14 Sachen! 14 ja, Sachen könnt ihr theoretisch nennen. Also, ne, ihr müsst ja nicht alle schreiben. Lass doch lieber machen, man kann maximal 4 nennen aus den 14. Ja, oder 5 oder so. Machen wir 5, weil es gibt ja immer 5 Punkte. Und, gib mir 5, dann lass 5 Punkte. Dann sollte das so passen. Dann machen wir eine Schnellfrage, oder wenn wir es so nennen. Nennt Namen der 14 Valar. Du sollst dich drücken, du musst teilen. Alter. Ja, was denn? Nix. Also, du musst halt was eintippen. Okay. Tippt Namen, und zwar maximal 5. Dieses Jamant. Tippt Namen der 14 Valar, die mächtigsten der göttlichen Wesen, also Ainur, deren Gesang das Universum geschaffen hat. Cool. Oh, schnell Fragerunde. Jetzt aber schnell. Komm schon, Jungs, ja? Zack, möchte ich die Antworten jetzt wissen. Okay, ich habe eingeloggt. Gib bitte maximal ein und dann schauen wir mal, ob die dabei sind. Es sind 14 Stück insgesamt. Boah. Also ich glaube, Gandalf hat auch gesungen, oder? Du 5 Punkte kriegst. Oder hat sie denn nur die 5000 Watt Bass Machine? Also ihr seht schon, falls ihr nochmal einen Quiz vorbereitet zu Herr der Ringe. Ja komm, Alter, wird irgendwie ein Simulacrum. Ich weiß nicht mal, was das ist. Das ist so eine Brille, die dir aufsetzt, dann siehst du alles in 3D. Simulacrum, Alter. Ich hab keine Ahnung, weil hab ich noch nie was von gehört. Wann wird denn das denn nicht verfilmt? Darauf passiert doch gute Serie, die neue. Genau, das ist so, das Regel, so ein bisschen das Regelwerk, da geht's ja dann auch um die Götter und so ein Kram. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, alle Leute, die das Silmarillion gelesen haben, fanden halt logischerweise dann die Serie kacke. Deswegen war ich echt froh, dass ich das nicht gelesen habe. So, Christian. Ja. Du noch ja, ich muss noch 2 aufschreiben. Ja. Die krassen. Als ob einer 5 Stück weiß. Natürlich, ich habe 5 aufgeschrieben. Bin mir ziemlich sicher, dass ich da richtig bin. Ah ja, Moment, Entschuldigung, ist ganz wichtig, ne? So. Ich habe ein Komma vergessen. Nicht, dass du das falsch liest. Leider, das habe ich alles verstanden. Christian braucht noch eine Person. Schreib Frodo. Oder Elrond. Schreib Elrond mit McBong. Okay, alle haben eingeloggt. Ich kann mal so viel sagen. Hier kriegt niemand auch nur einen Punkt. Alle falsch. Nice, weiter. Wie alle falsch. Was hat die denn für tolle Antworten? Peter schreibt Stefan Gandalf und Hurensohn. Bramen schreibt Hans Meise und seine 4 Freunde. Christian schreibt, sie umwimmel Gandalf, Anduin, Joe Gerner und Joe Pütz. Jay schreibt Gandalf, Sauron, Mordor, M, König und Galadriel. Und Sepp schreibt Pete, Recept, Jay und Bram. Es sind, Manave, Ulmo, Aule, Rome. Es klingt ein bisschen wie Vicky und die starken Männer. Mandos, Lorien und Tulkas, Vana, Ivana, Jena, Este, Weire, Vana und Nessa. Hätte man wissen können. Junge, das ist ein bisschen die Kinder der Woldis, ey. Ja, wirklich, ey. Ja. Jeremy, okay. Pascal. Also keine Punkte. Schade, schade. Nächste Frage. Es ist Frage Nummer 11 und wir gehen in den Themenkomplex Warcraft.
Nice, und die Frage ich lautet, wie heißt der Planet, auf dem sich der Großteil... Azeroth. Das ist irgendwie absolut korrekt, der Geschichte von Warcraft abspielt. Azeroth mal sagen, die kann man mal antworten. Endlich mal antworten, ja, ja richtig. Endlich mal Fragen, die man easy sind. So, Frage 12. Azeroth wurde am Anfang nur von den Elementarfürsten und ihren Anhängern bewohnt. Nenne einen der Elementarfürsten. Christian. Oh. Weiß ich nicht mehr. Scheiße, das war ganz am Anfang vom Podcast. Sagiras. Hab ich vergessen. Das ist falsch. Jay. Alakil. Das Kiel ist richtig. Boah, wie hieß denn der Feuertyp? Ragnaros hieß der. Oh, da genau fiel mir nicht mehr einer. Aber Alakil fällt mir ein, Alter. Oh mein Gott. Oh, das Wasser, Neptulon. Ein Neptulon. Hättet ihr noch sagen können. Ja. Und Terrasane. Ah, Terrasane, ja. Hm? Ja. Geil, manchmal immer zum Essen. Aber das willst du dir nicht, den Klops willst du nicht essen. Terrasane, ein bisschen groß. Spaghetti mit Terrasane. Ja, okay, nächste Frage. Wie starb der damalige König von Lordaeron? Lordaeron. Er wurde umgebracht von Arthas. Richtig, genau. Getötet von seinem Sohn Arthas Menethil. Nachdem er zum endlich König mal gute Fragen. So ey, muss man echt schnell klicken. Ja, die Fragen sind jetzt ein bisschen einfacher, zumindest für einen Teil von euch. Hab ich den Eindruck. Ja, für einen Teil. Ich hab schon einen dicken Puppel rausgezogen. Kommen ja gleich noch Harry Potter-Frage. So, Frage 14. In welcher Erweiterung von World of Warcraft kam als spielbare Klasse der Dämonenjäger? Christian. Hier in Legion. Richtig. Ja, guck mal, jetzt brechen wir hier durch. Frage 15. Wer ist der wohl bekannteste Dämonenjäger? Christian. Oh, Illidan. Das hätte ich gewusst. Fuck. Auch das ist mein Charakter. Richtig. Er rettet nämlich die ganze Zeit. Champion. Der rettet nämlich alles. Ja, aber auch erst seit dem Legion Addon. Wo waren wir davor? Ja, aber seit dem Legion Addon habe ich sehr viel getan für davor die Azeroth. Davor hat er gar nichts gemacht. Azeroth. Seit dem Legion Addon warst du kaum da. Das stimmt überhaupt nicht. Sehr schön. Frage 16. Galakrond war der größte jemals existierende Drache, der durch unstillbaren Hunger begann, seine eigene Spezies, also andere Protodrachen, zu verspeisen. Wo findet man heute noch das Skelett dieses gigantischen Drachen? Oh mein Gott, wo ist denn der? Brammen. Ist es das Ding, was Arthas in Nordend wiederbelebt? Ich sag Nordend. Das lass ich so gelten, das reicht. Drachenöde halt, okay, in Nordend. Hallo, stimmt, das macht vielleicht ist der Drache, Sinn, den Arthas wiederbelebt, ja. Genau. Ah. War mir auch nicht dran gedacht. Ich bin gerade den ganzen Kontinent da durchgegangen von östlich um Kalimdor. Scheiße. Kurze Zweifel Frage, Peter, lebst du noch? Ja, aber das ist nicht meine Kategorie, nenne ich es jetzt mal. Okay. Gleich kommen Flaggen, Peter. Ja. Unter Sonstiges einfach so random Gag. Frage Nummer 17. Apropos Nordend, das ist ja der Kontinent ganz im Norden von Azeroth. Welcher Kontinent liegt denn ganz im Jay? Osten? Ich hoffe mal Pandaria. Ist korrekt, genau. Ganz im Süden, ist Pandaria. Sehr gut. Frage 18. Warum wurde aus Neltharion, dem Anführer der Drachenaspekte, weil er die Dämonenseele genommen hat, um stärker zu werden. Der Neltharion wurde zu Todesschwinge. Und hat da diese Dämonenseele da genommen, oder wie das Ding hieß. Um dann halt böse zu werden. Er wurde von den alten Göttern verraten. Also der hat sich mit den alten Göttern paktiert. Okay, ja, genau. So, wenn das Gleiche ist, dann lasse ich das so gelten, so steht es zumindest. Ja, die haben ihm die Dämonenseele gegeben. Ja, geil, aber war geil. Er hat mit alten Göttern paktiert. Ja, ich wusste ja nicht, was der halt stehen hat. Ja, nee, aber so steht es ja auch. Also alles richtig. Ja, okay. Frage Nummer 19. Vorletzte Frage aus Warcraft. Dann kann Peter auch wieder mitmachen. Ja, selber auch. Ja, mal Sepp gucken. Hat wenigstens schon mal versucht, glaube ich. Aber von dir, du warst ja, sehr still bisher. So, Velen und seine Anhänger mussten von Argus flüchten, weil ihnen die Vernichtung durch Archimonde und
Kil-Yadin oder so. Ja. Drohte den anderen Anführern der Eredar. Wie nennt sich Velens Volk nach Rammen. Draenei. Richtig, genau. Die Heimatlosen. Christian hat gedrückt, aber ja, ja. Zu spät in dem Fall. So, jetzt kommt wieder eine Schnellfragerunde. Wir tippen wieder ein. Oh, 5 Stück wieder, oder was? Das werde ich euch sofort sagen. Scheiße, das werdet ihr auch selber, aber wir können wieder 5 machen. Guck mal, ich habe keine Schätzfrage bei Warcraft. Nee. Freiheit. Ja, tja. Nennt Titanen oder alte Götter beim Namen. 5 Stück, Alter. Könnt ihr eintippen, dann auf Fertig drücken. Für jeden richtigen gibt es einen Punkt. Aber für jeden richtigen oder du musst 5 richtige haben? Für jeden richtigen gibt es einen Punkt. Also wenn du nur einen richtig hast, kriegst du einen Punkt. Nice. Ihr könnt maximal 5 schreiben, müsst es aber nicht, wie ihr wollt. Alter, wie hieß die denn nochmal? Ein bisschen Hearthstone in letzter Zeit gespielt. Leider kommen da nicht so viele vor. Titan? Titan. Ordentlich nachgedacht. Bisher haben wir 2 Leute, die eingeloggt haben. Ja, Peter und ich. Keine Ahnung. Wie hieß denn nochmal? Das ist echt kacke, dass ich das schon so lange her ist mit dem Podcast. Ja, weiß ich nicht. Oh, Alter. Weiß ich nicht mehr. Ihr denkt noch nach. Ah, komm, drauf geschissen. Weg. So. Also langsam müsstet ihr mal zum Ende kommen, bitte. Aber 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Komm, einen Quatsch kannst du dir ausdenken, Jay. 2, 1. Und ich schließe das Ganze. Sehr gut. Okay, Peter sagt Adanos, Belia, Innos, Kronos und Zeus. Sehr gut. Und da ist, glaube ich, gar nichts richtig. Kein Punkt für Peter. Aber hast du Sepp dich richtig bemüht? Ja, also sehr kreativ. Sepp sagt wieder das obligatorische Pete, Jay, Chris, Bram, Sepp. Da ist leider nichts richtig. Auch da ja, 0 Punkte. Bram sagt Argus. Nsot. Nsot. Nsot, ja, scheiße. Habe ich vergessen. Sehr Garas und Andi. So, jetzt schauen wir mal. Also Argus ist nicht dabei. Nsot müsste dabei sein. Khtun ist dabei sein. Ja. Nsot ist dabei. Ja. Also ja. 2. Also kriegt Brammen 2 Punkte. Dagaras? Dagaras ist nicht dabei? Ist dabei, richtig. Gerade sagen. Da einen Punkt. Ja. Korrekt. Ist Argus nicht der Riese, der das Schwert nach Azeroth reinsteckt? Der Titan? Ach Quatsch, doch, Argus ist auch dabei. Ah ja, so. Ich sollte aufmerksamer sein. Hä, so, also Pete, Jay, Chris, Bram, Sepp sind auch dabei. Ich guck nochmal. Nein. So, Christian, jetzt bin ich aber aufmerksam. Khtun hatten wir eh schon, ist ja. Richtig. Ein Punkt dafür. Azeroth ist auch dabei. Nicht dabei. Moment, das ist doch der Titan, der in Azeroth schlummert. Also, ist auch genau, ein Titan. Die Welt ist eigentlich... Ja, genauso wie Argus. Aber vielleicht oder heißt nicht? Da, vielleicht ist Azeroth aber auch erst ja, Titan, sein. Wenn es geschlüpft ist. Also hier steht bei Titan Akramar, Amantul, Argus, Eonar, Golganet, Khasrogal, Norganon und Sargeras. Nee, dann steht er noch nicht. Dann ist halt genau. Ärgerlich. Ragnaros ist auch nicht dabei und Terrasane ist... auch nicht dabei. Ist das ein Gag? Nee, das ist nur Sahne klingt lustig. Ja, Terrasane schon, bei den Elementarviechern. Okay. Ja. Jay kriegt auch einen Punkt für Khtun. Sargeras hatten wir auch schon. Auch einen Punkt. Olikan, Loki und Stefan Sauron leider nicht dabei. Also Loki 2 Punkte für Jay. Scheiße, ich dachte, ich leider Sauron. So, sehr gut. Dann haben wir deswegen. Ich dachte, er wäre auch, naja. Tja,
Das waren die Fragen zu Warcraft. Damit führt aktuell Jay mit 39 Punkten vor Christian mit 33, Bramen 29, Peter 19 und Sepp 12. So, und vielleicht wisst ihr in der nächsten Kategorie mehr, denn es geht um Game of Thrones. Naja, da wird Christian uns zerstören. Ja, schauen wir mal. Ich hab da richtig gut aufgepasst. Klar. Cersei Lannister verhält sich zu Peter Dinklage wie Lyanna Stark zu... Was? Bitte was? Kannst du noch mal vorlesen? Dann hat mein Brain jetzt gerade gefickt. Cersei Lannister verhält sich zu Peter Dinklage wie Lyanna Stark... Ned Stark. Nee. Nee, nicht Geschwister? Das ist die Falle. Nein. Genau. Oh! Bramen. An Sean Bean? Ja. Das ist richtig. Genau. Oh mein... Ja. Ja, okay. Also hier steht der Bruder ich von Cersei. Danke, mein Gönner, wieder. Mein Protégé ist wieder am Nein, Start. Ich hab da halt die Frage gar nicht verstanden. Ja, ist okay. Ich also hab der Bruder nicht von verstanden. Cersei ist Tyrion, gespielt von Peter Dinklage. Der Bruder von Lyanna Stark ist Eddard Stark, gespielt von Sean Bean. Theoretisch geht auch Joseph Maul oder Maule oder so. Das ist der Schauspieler von Onkel Benjen, einem anderen Bruder von Lyanna. Den hätte man natürlich gewusst. Joseph Maul. Das ist der, der Adar spielt in Ringe der Macht. Ah. Wieder was gelernt. So, Frage 22. Wie lauten die Worte von Haus Graufreud? Fuck. Ich glaube, wir knien nicht. We will not bow oder so ähnlich. Wir knien nicht, sag ich. Stimmt Nein. nicht. Was Todes kann niemals sterben. Ja, das ist es. Bitte nochmal, Jay. Was tot ist, kann niemals sterben. Falsch. Echt nicht? What? Nee, das sagen die immer, aber die offiziellen Wörter des Hauses sind anders. What's dead may never die, dachte ich. Also hier steht extra dabei, dass das nicht die Worte des Hauses sind. Oh, Alter, wieso falle ich denn nur auf die verfickten Fallen rein? Das ist mit dem Wasser. Dafür müsste Erster. Können wir erst die englischen Namen sagen der Häuser, bevor wir die deutschen Ja, das wäre auch cool. Ich musste echt überlegen, welches Haus ich meine. Böse Graufreud, von, was? Also, wie lauten die Worte von Haus Graufreud bzw. Greyjoy von den Eiseninseln? Das ist die ganze Frage. Dass Namen übersetzt werden, ist so ein Unding einfach nur. Ja, ist es. Und Peter war gar nicht so weit weg, aber da hat war ein Wort falsch. Was hat Peter gesagt? Scheiße. Peter, drück nochmal. Sag dasselbe nochmal, was du gerade gesagt hast. Okay, 5, 4, 3... 2, 1 und ich schließe die Frage. Peter hat gesagt, wir knien nicht. Richtig ist, wir säen nicht. Okay, gut, das ist auch weit weg. Oh mein Gott, ich habe gesagt, säen. We will not bow, genau. Aber die Antwort ist, we will not sow. Oh. Mein Gott. Tja. So, das ist verschenkt. Ja, Peter, kommen wir. Komplett verschenkt. Tja. Frage Nummer 23 ist eine Schätzfrage. Ihr tippt also wieder bitte ein. Wie viele Unbefleckte Unsullied kauft Daenerys, oder ich weiß immer nicht. Daenerys. Ihr wisst, was ich meine. Astabor. Daenerys finde ich auch nicht schlecht. Ohne die jungen Rekruten mitzuzählen. Wie viele Unbefleckte kauft Daenerys in Astabor, ohne die jungen Rekruten mitzuzählen? Ah. Warum wurde ich eigentlich fertig gemacht für Sansucci und Andi nicht? Wie viel war das denn? Weil das zur Allgemeinbildung heißt, Sansucci und Daenerys. Ist das so? Nur Nerdwissen. Oh, pass auf, natürlich. Boah, ich trick's jetzt, bin ich hier richtig. Ja, bin ich immer noch dein Lieblingsmoderator, Jay? Ja, bist du. Sehr gut. Natürlich bist du das. Das freut mich. Dann hast du sehr fair alles gemacht. So, Christian fehlt noch. Das macht irgendwie nicht so viel Ja, das Sinn. Ist echt Egal. Belastend, weil die sagen, die Zahl ziemlich genau. Ja. Aber ich Deswegen weiß das ich nicht das mehr. Ja auch. Oh. Achso, da war kein Witz. So, dann sag ich mal 5, 4, 3. Und Christian hat eingeloggt. Perfekt, ich fange beim Niedrigsten an. Das ist Jay mit 500. Dann kommt Sepp mit 10.000. Dann folgt Brammen mit 19.999.
Und daraufhin Christian mit 20.000. Peter hat einfach nicht geantwortet, oder was? Und Peter hat 100.000 gesagt. Moment. Wir reden doch nicht von den Dothraki, oder? Wir reden doch nur von den Eunuchen. Ja, aber ja. Die kauft die doch und dann... Das so viele? Krass. Ja, die ganze Armee mit. Nicht mehr. Es kann auch sein, dass es viel weniger waren. Ich habe nochmal geändert. Wie viel waren das denn? Die richtige Antwort, und damit haben wir jetzt eine kleine Premiere, glaube ich, für diese Folge, sind 8.000 und damit gehen die Punkte auf das Konto von Sepp. Oh, not bad! 8.000. Ich hätte doch wieder auf 10 ändern sollen, so eine Kacke. Krass, Alter. Sehr gut, damit waren ja schon ein paar. Das sind 16.000 Hoden, die irgendwo in den Müll geworfen wurden. Sind Hoden nicht immer beide Eier, Jonathan? Was? Also, man hat doch nicht zwei Hoden. Okay. Bitte was? Wie viel hast denn du? Ich hab einen Hoden mit zwei Eiern, oder nicht? Das kann man sich gerne mal so rausschneiden, vielleicht auf ein Soundboard packen. Du hast einen Hodensack, in dem sind zwei Hoden. Ja, okay. Du das ja, sagst? Ich weiß schon, was du meinst, Sepp. Also, wenn jemand ich sagt, verstehe auch, was Brust, du meinst. Ich finde das auch gut, dass Jonathan sich bekeckt. Ja. Jonathan sagt nie was Falsches. Okay, wir kommen zur nächsten Frage nach dieser schönen Aussage. Ist Frage Nummer 24. Wie lautet das Kommando, damit Daenerys Drachen Christian? Dracarys. Ja. Hodor. Das ist richtig. Ach so. Dass sie Feuer spucken. Das wäre der Rest der Frage gewesen. So, Achtung! Jetzt könntet ihr schnell buzzern. Drei. Hände an die Buzzer. Könnten wir, aber das ist eine Falle. Ich wette, Valar Morghulis. Ah. Valar Dohaeris. Richtig. Sehr gut. Weißt du, dass man da schnell drauf drückt? Wo willst du das? Ja, weil das kurz ist, das kann man, wird man wahrscheinlich dann wissen können. Das hast du selbst nicht mal gehört. Ja, ich hab das schon mal gehört. Ja, sag ich auch. Also, du dat, ja. Aber Daenerys nicht. Jonathan ist unfehlbar. Also wenn Jonathan nie was falsch ausspricht. In Zweifel saß er vor Danny. Okay, dann sage ich das ab jetzt. Die Frage 26. Die haben pass auf, die haben in einer so einer Fanservice-Folge hat, ich glaube, John sie auch Danny genannt und dann meinte sie so, nee, ist nicht cool, ne? Und er so, okay, nicht Danny. So nach dem Motto, okay, liebes Internet, die heißt nicht Danny. Irgendwie 3 Folgen später, wo der die neue Staffel angefangen hat, hieß die nur noch Danny. Das war cool. So, dann wisst ihr vielleicht nach der letzten Frage auch diese hier. Was heißt denn Valar Dohaeris? Dohaeris, wie auch immer. Christian. Ich wusste mal. Toten grüßen nicht. Nein. Was hieß denn das nochmal? Ich wusste nicht mal, dass man das zurücksagt auf Valar Morghulis. Möge die Macht mit dir sein, heißt das. Okay, 5, 4, 3, 2, 1 und ich schließe die Frage. Es bedeutet, alle Menschen bzw. alle Männer müssen dienen. Krass. Was war denn da Morghulis? Das heißt ja nur, was heißt Valar Dohaeris oder Dohaeris? Das war die Frage. Ja, als ob der das weiß. Genau. Ja, achso, aber du meinst, Andi weiß das nicht. Deswegen wollte das ich jetzt weiß ich wissen, nicht, weil soll ich das wissen? Ja, ist ja cool, hätte er sein können. Manchmal stehen da so Infos bei, weißt du. Nein, in dem Fall leider nicht. So, nächste Frage. Wie heißt das Schwert von Eddard Stark? Oh, das sagen die ein paar Mal, aber what the shit. Das ist... Sag mal Needle. Nee. Keine Ahnung. Was heißt denn Needle? War das Herzbahn? Das wieder klingt der sehr, Schrei hier das zu. Klingt gerne sehr nach Warcraft, Heartsbane. Nee, Herzbahn war das Ding von hier Sam. 5. Genau. Weiß ich nicht mehr. Der hatte doch auch valyrischen Stahl. Der hat ihn geklaut von seinem Vater. Ich weiß es. Und hieß Herzband. Ich schließe die Frage. Die richtige Antwort wäre Eis gewesen. Ja. Eis. Oh, genau. Ja. EIS. Wie Eis. Wie Vanilleeis. Noch nie gehört. Nur ohne Vanille. Ohne Vanille, genau. Frage 28. Welches Gebäude sprengt Cersei in Staffel 6? Christian. Die Sept. Hier, der heißt Septen.
Ja. Ja. Kathedrale, Kirche. Kathedrale, ja, irgendwie das Ding, ja. Ja, lass ich gerne Septe von Baelor oder Baelor. Ja. Ja. Richtig. Nächste Frage. Es ist Frage 29, beziehungsweise die 9. Frage in dieser Kategorie. Wodurch starben Dickon und Randil Tali? Ein und dieselbe Antwort? Die wurden durch Drachenfeuer. Die wurden von Drachen verbrannt. Ja, lass ich so gelten. Ja. Die wurden zum Tode verurteilt, weil die gesagt haben, ja, ja, hier, ich knie nicht wieder. Die beiden waren das. Ja, stimmt. Der Vater, ja, ja, ja. Die habt ihr einfach weggebrannt. Weil sie nicht das Knie beugen wollten, genau. Hat mir der auch eben gesagt. So, die letzte Frage ist wieder eine Schnellfragerunde, beziehungsweise ihr tippt Sachen ein. Für alles. Ah, wie heißen die Hunde von den Starks? Und zwar, gibt's die Frage lautet, nennt Mitglieder der Bruderschaft ohne Banner. Und zwar entweder aktuelle oder ehemals. Alter. Sind 1, 2, 3, 4, krass. 5, 6, 7, 8. Okay. 9, 10, 11, 12. Könntet ihr theoretisch nennen. Ihr tippt bitte nur maximal 5. Ich brauche Namen. So viel. Ach, das ist doch scheiße. Ich weiß, wie die aussehen, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Weil so Beschreibungen bringen mir vor allem nichts, aber auch hier muss ich streng sein und nur Namen gelten lassen. Und der fünfte. Das ist echt blöd. Ich glaube, vor ein paar Tagen war noch die Folge, wo die zusammen hinter die Mauer latschen. Ja, irgendwie so. Keine Ahnung, Alter. Drei haben schon eingeloggt. Jetzt haben wir schon 4. Und alle haben eingeloggt. Christian sagt gar nichts. Nee, ist das richtig? Ich weiß nicht mehr die Namen. Okay. Peter sagt Dandarion und Catelyn Stark. Das ist Dandarion, der immer aufsteht wieder? Ja. Dachte ich. Das ist der ohne mit der Augenklappe, Dandarion. Oh, so hieß der. Irgendwie so. Der ist auch dabei, deswegen ein Punkt für Peter. Catelyn Stark ist nicht dabei. Okay. Ich kann euch gerade auch gesagt, mal vorlesen. Das habe ich ihn erkannt, auf den Namen wäre ich nicht gekommen. Wie ist denn der Suchtkopf noch? Mit den langen Haaren, aber Glatze. Asmund Gold. Ich lese euch die einfach mal gerade vor, damit ihr auch vergleichen könnt. Lady Steinherz oder Steinherz, Sid, Thoros von Myr, Harwin, Hans, weil Hans im Glück steht hier. Ich hab Hans! Nice. Also, stimmt, du hast Hans. Das würde, das lasse ich auch zählen so. Tom noch nicht. Nur Tom, weil ich hab Jürgen, Harald, Hans, Kevin und Chantal. Gendry, Sandor und Gendry Clegane. Gendry ist Mitglied, als ob. Die haben den noch verkauft. Und ehemals Lord Beric, Clegane gesagt. Dondarrion, Edric Dane, welcher Clegane? Anguy und Ali. Ja, kann ja nur Sandor Clegane sein. Der ist Mitglied. Der Hund? Ja, Bram kriegt. Dann krieg ich 2 Punkte. Dondarrion und Hund habe ich aufgeschrieben. Heißt der im Deutschen Hund? Ja, krass. Ist der Hund. Im Deutschen. Ja, der Hound. Ja, okay, der Hound. Dann kriegt Jay 2 Punkte. Und also wenn es der Clegane ist, welchen Clegane hast du denn gerade vorgelesen? Sandor? Sandor, ja. Ja, dann ist der Hound. Der ist Mitglied Gendry auch? Ja, der ist da kurz gewesen da. Ja, nur weil die einmal kurz zusammen in die Mauer. Ich hab Podrick aufgeschrieben, weil ich dachte, das wäre Gendry. Scheiße. Arya nicht? Arya Stark? Zufällig? Arya. Nein. Ist nicht dabei. Ja, ist auch dabei. Sagt die eigentlich wie die anderen beiden, weil die genauso Termine lange bei denen keine ist. Keine Punkte. Ja, deswegen. Im Buch ist das vielleicht anders als im Film. Ja, wahrscheinlich. Ach, ja. So, das war die letzte Frage zu dieser Kategorie und Sepp hat es ja eben schon eingeladen, ein bisschen mit Ron und Hermine. In der nächsten Kategorie kümmern wir uns um Harry Potter. Zehn Fragen Harry zu Potter. Harry Potter. Richtig. You're a wizard, Harry. aktuell führt Christian mit 51 Punkten. Ja, gleich so, nicht mehr. Frage 31.
Harry wächst bei seiner Tante, seinem Onkel und seinem Cousin auf. Wie heißt seine Tante? Mit Vor- und Nachnamen. James, ey, komm, Alter. Ey! Die heißt Tante Petunia. Ja. Boah, Alter, Egidie. Was weiß ich, wie die heißt? Ursula. Uschi. Ja, das ist doch scheiße. Aber Andi, du darfst auch die Frage nicht weiter vorlesen, wa? Wirklich? Ja, aber in dem Fall hast du ja eh nichts gebracht, deswegen. Ja, vorbei. Das weißt. Ramen. Petunia Dursley heißt die. Absolut korrekt. Oh, ja. Ach so, lol. Die heißt ja Petunia mit Vornamen dann. Weil ich jetzt auch ein bisschen imitiert, aber okay. Ich hab gedacht, dass die ja Dursley ist. Du kommst einfach nicht auf den Nachnamen. Nein, ja, natürlich. Ich dachte halt so, ey, keine Ahnung, wie die Vorname ist von Petunia. Scheiße, Mann. Oh, guter Fail. Ja, also war gar nicht so schlimm. Okay. Nächste Frage ist Frage Nummer 32, die zweite in der Kategorie Harry Potter. Wann endet denn ein Quidditch-Match? Das hätte ich sogar gewusst. Komm schon. Wenn einer den Schnatz fängt. Ja, der goldene Schnatz. Genau. Aber das ist doch nicht die einzige Voraussetzung, oder? Gibt nicht auch inoffiziell, Zeit? Ja, inoffiziell doch. Gilt auch, wenn beide Teamkapitäne sich auf einen Abbruch einigen. Ach. Ansonsten steht hier nichts von irgendeinem Zeitlimit oder so. Nee, das war eine Frage, wirklich. Also, steht hier nicht. Okay. Geht das nicht unendlich lange, bis einer den Schnatz fängt? Ja. Ja, offensichtlich. Oder die sich halt einigen, dann zu Ende ist. Ja. Also auf Klo kacken müssen. Ja, ganz ehrlich, wenn das Spiel nur endet, wenn einer den Schnatz fängt, wodurch du automatisch gewinnst, wofür ist der gesamte Rest von diesem Spiel? Ja, du gewinnst ja nicht nur, weil der Schnatz gibt ja nur eine gewisse Anzahl an Punkten. Gibt nur ultra viele Punkte. Ich glaube 100 oder so. Ja, und die Koffel bringt immer 10 oder 20. Und das heißt, du kannst ja im Prinzip den Schnatz fangen, aber trotzdem so weit hinten liegen, dass du nicht gewinnst. Hoffentlich ist die nächste Frage, wie viele Punkte ein Schnatz bringt. Ja, genau. Und wie viele Punkte bekommt man denn für das Fangen? Als wenn das passiert hier. Falsch. Jay. 50. Sag das nochmal im ganzen Satz. 5-0. 50 Punkte. Nein. Christian. 10. Nein. Oh, ich hab Nummer gedrückt. 150. Ja, das ist richtig. 150 Punkte. Das musste was mit 50 sein. Ich hab die Frage richtig beantwortet, Freunde. Ja, also Bram, ne, beim nächsten Mal vielleicht nicht zu viel. Ja, man hat auf einmal Misinformation gestreut. Ich hätte ja auch 100 gesagt. Ja, aber damit kommt ja, Bram jetzt immer näher Punkte, an Christian so viel, ran. Da können alle immer den Schnatz fangen. So, scheiß auf das Tor, lass einfach offen. Okay, nächste Frage ist Frage 34. Wie lautet der unverzeihliche Fluch, mit dem man jemanden... Jay? Avada Kedavra. Kedavra. Das ist nicht gesucht. Brammen. Crucio. Auch das ist nicht gesucht. Brammen. Der letzte noch Imperio dann. Richtig, genau. Nice. Der Fluch, mit dem man jemanden per Gedankenkontrolle steuern kann. So heißt dieser Fluch. Shit. Damit ist Bram ist noch ein Punkt entfernt von Christian. 59-60. Und wir gehen mit Frage 35 weiter. Was mussten Harry und Dumbledore in der Höhle am Meer tun, um den dort Christian. Mussten sich küssen. Es ist leider falsch. Was mussten Harry und Dumbledore in der Höhle am Meer tun, um den dort versteckten Horcrux am Boden... Harry? Dumbledore musste das ganze Wasser aus diesem Brunnen saufen, obwohl er immer verrückter wurde mit jedem Schluck. Stimmt. Und genau Harry hat ihn dazu gezwungen. Genau, das ist passiert. Der Trank erzeugte große Angst, Benommenheit, heftig brennende Schmerzen im Inneren und einen unstillbaren Durst. Ja, aber dann will man ja noch mehr trinken, oder? Ja, eigentlich schon, aber es brennt halt auch, ne? Tja. Frage 36. Was war das Besondere an diesem Medaillon, das Harry und Dumbledore in der Höhle gefunden haben? Das hat automatisch den Wagen vorgefahren. Jay. Das war ein Fake-Medaillon. Genau, es war eine Fälschung. Absolut korrekt. Daran befand sich nur ein Zettel mit RAB drauf. Frage 37. Mittlerweile hat Bram Christian geholt. Und Jay holt auch so langsam auf. Auch Radio Berlin. Christian.
Wie hieß die Riesenspinne, die Hagrid Christian? Oh shit. Das war nicht Kankra. Tekla. Nein. Raven. Aragog. Richtig, genau. Alter, die haben einfach bei Herr der Ringe abgeguckt und haben einfach ein krasses Harry Potter Wissen, ey. Oder Witz, Alter. Ja. Also Bram zieht langsam weg. Tim und Marius habe ich, die beiden sind die richtigen Top-Freaks, die spielen dieses Harry Potter Traveler Pursuit und kennen jede Antwort auf die abstrusesten Fragen, die da drin sind. Und dann haben wir ein Trinkspiel draus gemacht, weil ich am Anfang dachte, ich kann mithalten. Und dann haben die komplett dezimiert. Aber schon lustig, die beiden. Die würde ich gerne mal zu sowas einladen. Ja, mal gucken, ob du das Wissen auch in der nächsten Frage anwenden kannst. Das ist nämlich eine Schätzfrage. In welchem Jahr wurde Hogwarts gegründet? Bitte wieder eintippen, wer am nächsten dran ist, bekommt. Sind jetzt auch so mit ersten, zweiten, dritten Zeitalter oder? Das ist menschliche Zeit, glaube ich. Ja. Genau. Sag das nach doch nicht. Christus. Ja, was hätte ich denn sonst für eine Zahl eingetippt, Jonathan? Sag das doch nicht. 3.456.000. Sag auch Voldemort. Krass, ne? Obwohl man das nicht sagen darf. Voldemort. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, alle haben eingeloggt. Frühestes Jahr kommt von Christian 1239. Dann folgt Brammen mit 1436. Dich gefolgt von Sepp mit 1450. Peter sagt 1523. Und Jay 1771. Könnte das 15. Jahrhundert sein, habe ich das Gefühl. Die richtige Antwort 20 ist 19. Im Jahr 993, damit ist Christian als nächstes dran. Und hat 65 Punkte, nicht 5. Aber nur weil Jay den Tipp gegeben hat, danke schön. Gerne. War Bram, war Peter. Ja, stimmt. Mein Gott. Wie viele Namen wieder. So viele neue Namen vor allem. Frage 39. Wodurch wird ein Hauself von seiner Dienerschaft Rammen? Alter. Indem man ein Kleidungsstück von seinem Dienstherrn übergeben bekommt. Genau. Aber Besitzer muss ihm ein Kleidungsstück schenken. Wie schnell der Mann richtige ist. Richtige Antwort. Dobby bekommt Socke! Dobby frei! Ja, genau. So, und jetzt auch noch wieder eine schöne Frage. Das ist die letzte in dieser Kategorie. Oh. Harry Potter. Es ist wieder eine, ihr müsst wieder ganz viel tippen. 5 Sachen im Maximum. Aufzählen. Bitte und nicht. Zwar, nennt Schulfächer in Hogwarts. Oh, okay, immerhin. Tja. Schulsprecher. Also, die sind voll lang. Das sind 13 Stück. Hat Schulsprecher? Maximum. Was sind denn warte mal, das sind ja nicht die Leiter, logischerweise. Schulfächer in Hogwarts. Ach so, Peter, ich weiß die ganze Zeit, was meinst du denn da die ganze Zeit? Peter hat schon abgeschaltet. Nee! Ich hab Schulsprecher verstanden. Wie hieß denn das denn? Sagst du, wer sind denn Schulsprecher? Genau so hieß das. Ach Gott, Alter. Und also wenn jetzt das nicht exakt richtig ist vom Namen, also solange ich weiß, was ihr meint, dann ist das auch okay. Kannst du alles sehen, was wir schreiben? Ja, ich kann alles sehen, die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht, aber ich lese es vor. Ach, scheiße, wie heißt denn das, ey? Was? Fertig. Hogwarts. Sag ich mal 5, 4, 3, 2, 1. Und Christian, bitte einmal bestätigen, dass du fertig bist. Dankeschön. Sehr gut. Okay, wir fangen an mit Peter. Peter sagt Zaubertränke, Zauberei gegen dunkle Mächte. Ja, das Quidditch, heißt, das ist ganz korrekt. Wahrsagen und Pflanzenkunde. Zaubertränke ist ein Schulfach, das ist richtig. Zauberei gegen dunkle Mächte, ich habe eben gesagt, es muss nicht exakt richtig sein, heißt gegen dunklen Künste. Verteidigung gegen die dunklen Künste, ich denke, genau. Das meinst du. Also auch das ist richtig. Quidditch ist kein
Schulfach. Was? Wahrsagen ist ein Schulfach und Pflanzenkunde haben wir. Gibt's auch. Heißt Kräuterkunde, lassen wir so gelten. Okay. Also Zaubertränke, Zauberei, Wahrsagen, Pflanzenkunde. Also 4 Punkte für Peter, damit hast du jetzt 40. So, Brammen sagt Verteidigung gegen dunkle Künste, Besenflug, Zaubertränke, Pflanzenkunde und Astronomie. Verteidigung hatten wir eben schon. Besenflug, das ist auch ein Schulfach, genau. Das heißt aber nicht Quidditch, also in dem Fall, das lasse ich nicht gelten. Ja, nee, Zaubertränke ist auch ein Schulfach. Pflanzenkunde hatten wir eben, Kräuterkunde. Und Astronomie ist auch ist ein oben Schulfach. Im Turm. Genau, also ja. Brammen, 81 Punkte jetzt, volle 5 Punkte für dich. Verwandlung gibt es auch, oder? Nicht bitte? McGonagall? Nee, das ist doch nur ihre Fähigkeit, oder? Ja, aber ich dachte, die lernt das da auch. Oder lehrt das. Wir gehen weiter zu Christian. Christian sagt, Tränke brauen, Angriffszauber, dunkle Künste, Fliegen und Sport. Ja, hallo? Die werden ja wohl sich sportlich tüchtig nee, haben auf der Schule. Zaubern. Boah, das finde ich gut. So, jetzt mal alle hier, ne? Was ist denn sonst Quidditch? Das ist doch ein Sport. Ja, also, Tränke brauen ist Zaubertränke, das ist also richtig. Angriffszauber. Aber angreifen lernen die dann nicht, ne? Nur die Verteidigung eigentlich. Also, das ist mir jetzt ein bisschen. Die haben doch ihre Magier-Duelle da in der ja, Mensa. Ja, hab ich auch mal gedacht. Das ist aber kein. Das war doch auch Verteidigung gegen die dunklen. Genau, das war ja mit. Das wird auch von Snape sogar gemacht. Genau, genau. Ja, also das lasse ich so nicht gelten, aber dunkle Künste ist Verteidigung gegen die dunklen Künste. Also 2 Punkte hier für dich. Fliegen. Haben wir Besenflug, das lasse ich jetzt auch mal gelten und Sport, das, nein. Also 3 Punkte für Christian, damit 68. Das sind halt faul, Christian, die zaubern sich fit. Jay sagt Verteidigung gegen die dunklen Künste, Tränkkunde, Besenfliegen, Kräuterkunde und Wahrsagen, das hatten wir alles schon, also 5 Punkte hier für Jay. Und Sepp sagt Tränke, Kunst gegen dunkle Magie. Ist auch schön, aber auch das lasse ich gelten. Besenreiten, Wahrsagen und Pflanzenkunde. Künste gegen dunkle Magie. Ja, finde ich ein schönes Fach, aber ich lasse es gelten. Also auch sehr gut. 5 Punkte für dich sind 34 insgesamt. Dann packst du so dein Blatt aus und deinen Pinsel lang in den Wir haben Sonnenlicht noch, oder meinst du Sonne? Wir haben übrigens noch Arithmantik, die Vorhersage der Zukunft anhand von Zahlen. Die Geschichte der Zauberei, das habt ihr nicht genannt, Muggelkunde. Pflege magischer Geschöpfe, Studium der alten Runen, Verwandlung. Siehst du? Und guck mal, Verwandlung. Aha. Ja. Also diese Fächer hättet ihr noch nennen können. So, das waren alle Harry Potter-Fragen. Und die Mathe? Letzten 10 Fragen, Mathe machen sie nicht, das können die alle anscheinend. Schon. Die letzten Fragen sind in der Kategorie Sonstiges. Und da schauen wir mal, was da auf euch zukommt, die letzten 10 Fragen. Welchen Trank trinkt ein Hexer, damit er in der Dunkelheit besser sehen kann? Oh, Scheiße. Na! Jay. Katze. Das ist richtig. Ficker, Alter, richtig. Wie schnell du bist. Genau. Gott sei Dank habe ich es nicht jetzt hast du mal Chance, Punkte zu holen. Ich habe auch geklickt wie ein Wahnsinniger. Ja, hat man nicht gemerkt. Okay, Frage 42. Worauf ist denn 42 die Antwort? Ah! Christian. Auf alles. Alter. Also jetzt die Fragen der Welt aus. Ja. Hä? Also die im Endeffekt die Antwort, die der Computer gibt, auf alles, auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Das lasse ich so gelten, ja. Genau, die ultimative Frage. Was ist das für eine Frage? Guardians of the Galaxy. Galaxie. Gott. Vergiss es. Guardians of the Galaxy war anders. Guardians of the Galaxy. Irgendwas mit Galaxy. Irgendwas Weltall. Ja, okay. Wir kommen gleich zur Frage 43. Aktuell führt Bram mit 81 Punkten. Christian kann ihn noch aufholen, 73. Und Jay kann auch noch Christian aufholen, 63. Und Sepp kann auch noch Peter aufholen. Die trennen nur 6 Punkte. So, Frage 43. Um welchen Mythos erschuf der Schriftsteller Howard Phillips Lovecraft eine Vielzahl... Christian. Cthulhu. Ah ja, genau. Stimmt. Ja, nice. Eine Vielzahl von Werken, den Cthulhu-Mythos. So, jetzt wird's immer, also da muss man mal gucken, ich wollte das irgendwann mal holen, so nach dem Motto, das erste Band, aber der schreibt halt immer nur so Kurzgeschichten und die sind überall verteilt und das ist schwierig, da anzufangen. Frage 44. Wie heißt die Fantasy-Saga, die folgenden Romane enthält? Oh, weia. Schwarz.
Christian. Das ist der dunkle Turm. Bitte, das, was? Das ist richtig, nice. Ja. Okay. Ja. Schwarz Stephen ist der King. Erste Teil. Genau, schwarz, drei, Tod, Glas, Wolfsmond, Susanna, der Turm und Wind. Zwischendurch echt Wind. Langweilig, aber so als Gesamtwerk echt kurz, richtig geil. Kann ich jedem empfehlen damit, zu lesen. Damit hat Christian Brammen überholt. 83 Brammen ist doch direkt geflohen. Dann. Brammen ist direkt geflohen, kein genau. Bock mehr. Ich ruf mich auch wer an, bin sofort wieder da. Okay, dann bis gleich. So, nee. Scheiße, jetzt hab ich hier mein Greens wieder am Stuhl verändert. Moment, so, jetzt, nee. So, da sind wir wieder. Frage 44 hatten wir ja gerade und die hat Christian richtig beantwortet. Und wir kommen zur Frage 45. Und genau, wir machen das wieder mit Buzzer. Nennt einen der Buchuntertitel der Buchreihe Eragon. Uff. Eragon. Einen, oh Gott, keine Ahnung. Der Buchuntertitel. Habe ich mal das Cover gesehen. Das muss wahrscheinlich genauer sein, als irgendwas mit Drachen zu sagen, wa? Ja, ja. Also ich will das jetzt schon genau haben. Ich gehe auch Kopf durch, so Drachen fliegen, Drachenkönig, Drachen. Drachen. Nee, das heißt, zwei Mal die Drachen fliegen wieder. Ja, Drachen ist eben leicht gemacht. Die fliegen alle. Nie gelesen. Das sind vier Bücher. Jay. Das Erbe des Drachen. Oh, auch nicht schlecht. Boah. Leider falsch. Christian. Denn das war das Erbe der Drachen. Ich glaube, das hätte der zählen lassen. Ach, das hätte ich eben, also wenn, ja, dann hätte ich, aber es ist schon mal, also es könnte ein Untertitel sein, ist es aber nicht. Okay. Ist halt also wirklich geht es um Erbe oder geht es um Drachen? Der König der Drachen. Nein. Ihr seid schon sehr gut. Okay. Ja, aber 5, 4. Das Drachenerbe könnte sein. Herrschaft der Drachen. Nein. Das Land Jay. Der Drachen. Auch nein. Drachen. Das Zeitalter der Drachen. Nein. 3, 2, 1. Und ich schließe die Frage. Also Buch 1, der Untertitel heißt Das Vermächtnis der Drachenreiter. Oh. Buch 2 okay. ist Der Auftrag des Ältesten. Gut. Ja, da waren wir weit weg. War da weit weg. Und Buch 3, Die Weisheit des Feuers. Und das Buch 4, und deswegen habe ich gesagt, ist sehr nah dran. Buch 4, der Untertitel ist Das Erbe der Macht. Oh! Oh, Jay, das war knapp. Nee, das war nicht klar. Auf Macht wäre ich ja nie gekommen. Ja, irgendwas schon wäre mit Drachen genommen. Ja, aber immerhin. Also, ihr wart gar nicht so schlecht. Also, es gibt falls vier Bücher. Noch mehr. Genau, oder gibt's dann noch mehr? Okay. Scheinbar nur 4. Falls noch mehr kommen, kann man sich hier ein paar Untertitel rauspicken. So, Frage 46. Welchen Beinamen trägt Grabesfürst Nito aus Dark Souls? Oh, oh Gott. Beinamen. Jürgen. Der Unheilsbringer. Nein. Das ist falsch. Grabesfürst Nito, der Beiname. Das ist Zeit für einen Keks. Grabesfürst. Das ist ja keine Ahnung. Ja, hab ich auch gerade gedacht. 3. Ich weiß nicht. 2, 1. Und ich schließe die Frage, es wäre der erste Tote gewesen. Ja. Okay. Weiß mal. Ich hatte gedacht, Nottod hatte ich im Kopf, aber der erste Tode. So. Frage 47 ist eine Schätzfrage, also bitte wieder tippen. Wie viele Felder hat das Sphärobrett, das Charakterentwicklungssystem, oh in Final Fantasy X? Was? 10? Ja, aber, Final Fantasy X. Von allen Charakteren? Ah, nee, das sind alle Charaktere aus dem Ding. Wait. Das kenne ich überhaupt nicht, scheiße. Doch, das klar, ist wenn du mega Final Fantasy sick, Peter, hast du denn Teil 10 mal gespielt? Nee. Okay, dann kannst du nicht kennen, traurig. Hast du recht. Das ist traurig, also Peter, das stimmt. Ja, Peter ist echt traurig. Aber wir reden von der erweiterten Variante wahrscheinlich, oder? Von der also hier steht nur das Sphärobrett, das Charakterentwicklungssystem in Final Fantasy X. Und dann von einem Charakter. Das Charakterentwicklungssystem, also das ist die Frage. Das ist dasselbe Brett, Christian. Ja, aber ist, also der rechnet jetzt nicht alle Leute zusammen, ne? Keine Ahnung. Wird mal gesehen. Oder? Keine Ahnung. Das
war viel auf jeden Fall. Ja. So, wir uns fehlen noch zwei. Und aktuell ist Bram auch nur einen Punkt hinter Christian. Also ja, das, eventuell das könnte ist, sich jetzt hier... Das ist tatsächlich das fast beste Final Fantasy. So. Alle haben eingeloggt. Ich beginne diesmal mit der höchsten Zahl. Um es mal anders zu machen. Sepp sagt 899. Dann kommt Peter mit 256. Gefolgt von Jay mit 205. Also ganz schöner Abstand hier zu Sepp. Dann folgt Christian mit 175 und die kleinste Zahl hat Brammen gesagt, 151. Oh, vielleicht. Das glaube ich und nicht, dass das zu wenig ist. Glaub, die richtige Antwort sind 741, damit ist Sepp wieder näher dran. Danke. Und kriegt die 5 Punkte. Du hattest auch pro Charakter alleine irgendwie so 20 Dinger und dann hast du alle Charaktere auf dem Brett. Ja, auf dem, krass, auf dem Profibrett stimmt, du hast ja alle in einem. Genau, wenn du ganz rauszoomst, siehst du ja alle. Das sind 700. Ja, macht voll Sinn. Ja, damit auch jetzt Sepp nur noch einen Punkt hinter Peter. Also hier geht es noch um den vierten Platz. Und es geht um den ersten Platz zwischen Bram und Christian. Und wir haben ja aber jetzt noch drei Fragen. Na, und zwar kommt jetzt Frage 48. Wie heißt der Edelstein, den Smaug im Berg Bram? Das ist der Arkenstein. Ach, ich dachte, du weißt es nicht. Das ist wieder scheiß ist Harry korrekt. Potter am Start. Ach, Harry Potter, nee, Herr der Ringe. Ja, scheiß der Hobbit. Ja. Ja, Arkenstein ist korrekt. Ah, damit Bram jetzt Christian überholt. Frage 49. Zu welchem Werk gehören folgende Figuren? Miras. Trumpkin. Nick. Rammen. Zauberer von Oz? Das war voll abgeschnitten. War der Trump? Nee, der war Pumpkin, oder? Trumpkin. Ja. Zauberer von Oz ist falsch. Oh krass, ich war schon am Nicken. Die nächste Figur ist Nika Brick. Oh Gott, ich hoffe, ich lese das richtig vor. Die nächste Figur ist Peter Pevensey oder Pevensey. Peter Pevensey. Ich lese es einfach so vor, wie es da steht. Die nächste Figur ist Edmund Pevensey oder Pevensey. Der Eddy. Rammen. Das ist die Tierwesen, wo sie zu finden sind? Nein. Sepp. Chroniken von Narnia. Ja, korrekt. Ja, das ist immer bei so Fantasy-Scheiß, ist das immer mit dabei. Das ist immer auch eine Buchreihe, oder? Ja, es gibt auch Filme zu. Ja, da musst du dich halt mal anstrengen. Also bei Eragon habe ich, das Einzige, was ich mitbekommen habe bei Eragon war, es gibt so Bücher und gibt einen Film, der Film soll richtig kacke sein. Ich kenne auch nur das Cover mit dem Drachenkopf drauf. Ich weiß nicht, ob das bei Narnia genauso ist. Nee, Narnia, aber es sind eher Kinderfilme, würde ich sagen. Also zumindest der erste Teil, habe ich gesehen. So, wir kommen zur letzten Frage dieser Folge. Und Sepp hat, also im Peter überholt, 4 Punkte trennen die beiden. Und Brammen ist 2 Punkte vor Christian. Und es ist wieder eine sogenannte Schnellfragerunde. Also ich tippe wieder ein. 5 mögliche Punkte könnt ihr. Ich tippe nur einen ein. Warum sollte ich denn nur einen eintippen? Ja, guck auf deine Punkte, dann erkennst du es, mein Freund. Erstmal einen richtig hinkriegen. Das ist richtig. Jetzt kommt wieder Wallas aus Herr der Ringe. Hier könnt ihr viel tippen, denn die Frage lautet, nennt Schauspieler bzw. Schauspielerinnen, die sowohl im Herr der Ringe Franchise als auch in Marvel MCU Filmen gespielt haben. Also Schauspieler und Schauspieler sowohl. Die müssen beides haben. Genau, sowohl im Herr-der-Ringe-Franchise, im Franchise, nicht in den Filmen, sondern im Franchise gesamt, als auch in Marvel MCU. Moment, hä? Moment, die reicht nicht die Figur? Ich brauche du willst den Schauspielernamen, du willst nicht den Charakternamen, ne? Das ist schlecht. Genau, also, sowohl im Herr-der-Ringe-Franchise als auch in MCU-Filmen. Das heißt, zum Beispiel muss Sean Bean auch im Marvel vorkommen. Ja. Beiden. Ja, der muss. Genau, in beiden. Ich war eins ein, hä? Da bin ich aber auch gerade hart am Überlegen. Ist Frodo irgendwie Rocket? Ja. Hä?
einfallen, aber nicht. Kurze Frage, du hast ja jetzt der Herr der Ringe Franchise, ja, zählt da auch die Ringe der Macht und der Hobbit mit dabei oder ist das nur die drei Filme der Herr der Ringe? Ich würde sagen, da das da so steht, zählt das gesamte Franchise und nicht nur die drei Herr der Ringe Filme und es geht um die MCU-Filme, so steht es zumindest hier und nicht die Serien. Okay, die Filme von MCU und nicht die Serien, aber alles. Vor allem dann auch noch den Schauspielernamen dazu zu kennen. Das ist noch mein mal krasser. Problem. Mir fällt gar keine Figur ein, ehrlich gesagt. Aber wie viel dürften wir machen? 5, wa? 5, genau. Ich dachte, ich gab nur 4. Es gibt also auf jeden Fall mehr als 5. Ah. Die ihr nennen könntet, zumindest in dieser Liste hier. Oh, mir fällt einer ein! Nein! Okay, not bad. Nein, wie heißt denn der Schauspieler? Ja, keine Ahnung, wie der Schauspieler heißt. Ja, okay, verstehe ich. Oh, mir ist einer eingefallen. Scheiße, Mann. Tja, gebe euch jetzt ein bisschen Zeit. Aber so langsam. Wenn du gleich sagen wirst, fertig. Weißt du die überhaupt? Zwangsweise. Dann wird man bestimmt ganz auf dieses, ach ja. Wie heißt denn nochmal der Legolas-Schauspieler? Oh, das? Der kommt in MCU Orlando Bloom vor, als was denn? Der wäre mir auch neu. Ich habe keine Ahnung. Meinst du Orlando fallen nicht Bloom? Mal 5 Schauspieler aus Herr der Ringe ein. Ja doch, das schon, aber die fallen mir einfach nicht ein, wo die in dem scheiß MCU vorkommen sollen. Fuck. Oh, mir fällt gerade auch mal ein. Ja. Ah, ja, ich hab 6, ja, ich hab die Punkte, ja, ich hab 69, yes. Oh, mir fällt gerade auch einer ein. Ah, okay. Darf ich aufschreiben? Ich bin durch. Ist tatsächlich 5 im Maximum. Ich, durch. Ah, ich hab nur 4. Dann sei mal 10, 9, 8, 7, wir jetzt keine Überlegungszeit mehr, so frech. 5, ihr hattet schon mehr als bei den anderen Fragen. 4, 3, 2, 1. Und ich schließe die Antwort, gebe Zeit. Christian, bitte einmal auf Fertig drücken, damit ich weiß, dass du da nichts mehr tust. Perfekt. So, Christian. So. Peter sagt, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Elijah Wood? Ja, pass auf. Ich denke an, der hat eine Figur bei Sin City gespielt, aber ist die Teil vom MCU? Das ist doch nicht Marvel. Oh, schade. Das ist doch nicht das MCU. Marvel. Nee, wahrscheinlich es, steht hier nicht Mann, dabei. Bist du doof, ey. Ja, Peter, richtig das, dumm ist nämlich nicht wenn dabei. Wenn wäre Sin City doch auch DC, oder? Ja, ich habe keine Ahnung, was Sin City ist. Ich dachte, vielleicht wäre es Marvel. Ja, ey, immerhin wusstest du einen Schauspieler aber, ey, von denen. Hätte sein können. Gehört das zu einem der beiden? Weiß ich nicht. Ist auch ja, egal. Vielleicht spielt ja auch Elijah Wood irgendeinen Fußsoldaten oder so in Wakanda. Was weißt du nicht? Jo, stimmt, vielleicht hat er so ein Cameo-Auftritt. Ja, das wäre kann ja auch sein. Nein, ist aber nicht Teil des MCUs, also das ist nicht richtig. Dann okay. Hast du Rhys Davies. Ja, das ist der Schauspieler von Gimli, der Vorname ist mir nicht eingefallen. Der heißt irgendwie Rhys Davies. Ist aber nicht in dieser Liste. Also auch da keine und Punkte. Gimli? Ich guck nochmal gerade, aber. Er hatte schon Angst, ja, von hat Peter Gimli, mich der überholt. Ist so riesig und er hat so eine richtig geile Stimme. Der spricht ja auch den End. Deswegen dachte ich, spricht der vielleicht irgendeinen der animierten Bösewichte bei dem, beim MCU. Dann hast du geschrieben Orlando Bloom. Ja. Und auch der nicht Teil so, des der nächste MCUs. Aber safe. Andy Serkis ist Gollum und Mrs. Klaue aus Avengers Age of Ultron. Also von daher kannst du wer dafür ist einen Punkt. Also Gollum. Ist er? Nee, was ist denn MCU? Ulysses Klaue. Was denn? Er macht so viele Avengers animierte Figuren. Ja, schon klar, aber ich hab mir gedacht, dass das schon einer der ist. Halt, der ist halt die Klaue, der ist irgendeine Klaue halt. Von Ulysses. Ja, und Viggo Mortensen schreibst du, aber auch der ist nicht Teil. Schade. Scheiße. Oder, beziehungsweise, oder nicht Teil der Herr der Ringe. Peter, da bin ich enttäuscht, dass dir der eine nicht eingefallen ist. Na, welcher denn? So, Brammen schreibt Benedict Cumberbatch und der spielt Smaug und Doctor Strange, also dafür kriegst du einen Punkt. Oh mein Gott, das ist smart. Bitte was? Ja, Smaug Stimme. So, und dann schreibst du noch Andy, Domi, Lena und Martin und selbst wenn das Vornamen wären, lasse ich das nicht gelten. Ich denke, du verstehst, warum. So, Christian. Ja, passt dich nicht. Schreibt ja, ich hab zwei. Hugo,
Weaving. Das ist Mr. Smith, oder? Oh, Elrond und Red Skull. Genau. Absolut korrekt. Ah, genau. Jetzt weiß ich, wie der heißt. Den zweiten, den ich habe, der ist mir jetzt am Schluss eingefallen, ist Evangeline Lilly. Ist Sean Bean bei beidem? Stimmt. Ja klar, schreibst die ist die Elbenfrau bei Hobbit. Hobbit und die Wespe. Spielt doch bei Lost nur mit. Ja, oh, stimmt, die Wespe, yo. Genau, Sean Bean und Orlando Bloom ist nicht, aber du kriegst nur einen Punkt für Evangeline Lilly. So, Jay schreibt, Viggo Mortensen, hatten wir eben schon bei Peter, gibt keinen Punkt. Liv Tyler, und auch die spielt Arwen und Betsy Ross in Hulk, also Jay kriegt einen Punkt. Ich hab keine 69 Punkte. Wait, aber warte mal, spielt die nicht den. Der gehört der zum MCU? Der Hulk, ja. Also, laut dieser Liste ja. Das ist Marvel, das ist einfach Marvel Cinematic, oder nicht? Nee, das ist doch ja, der, Marvel, das ist doch ja, der MCU erste. MCU ist ja Marvel Cinematic Universe. Das, ja, das ist doch scheißegal, irgendein Marvel-Film. Ja, aber das ist doch der erste Hulk mit Edward Norton, oder? Ja, der, ja, der ist der zweite Film von MCU ever. Iron Man 1 und dann kam Hulk. Moment. Oh, Leute, habe ich doch 69 Punkte. Lest mal weiter vor. Mr. Hulk Smith ist Elrond. Das ist Quatsch. Aber dann. Iron Man 1. Ja, genau. Iron Man 1 ist der erste. Nein, das ist Iron wichtig. Man 1 ist der erste vom MCU. Ian McKellen. Schreibst das ist wichtig. Du. Das ist Gandalf. Und ich dachte Magneto. Und deswegen dachte ich halt, da hole ich mir meinen Punkt. Aber ich weiß jetzt nicht, aber ob das zum MCU zählt oder nicht. Es gibt doch keinen offiziellen MCU-Teil. Ich glaub, die X-Men weiß ich halt nicht. Es zählt nicht zum MCU. Ja, ich hab 69 Punkte. Ich hab mich nie über seine unfaire Antwort gefreut. Krass. Yes. Deswegen, so unfair. Du endest bei 69 und selbst sagt Pippin, Merry, Sauron, Galadriel und Arwen, das sind alles keine Schauspielernamen, also hier. Aber entweder Pippin oder Merry haben doch auch bei einem von beiden mitgemacht. Ja, das ist der Lost-Schauspieler, der war in beiden, glaube ich, dabei. Ich wusste auch nicht, wie der heißt. Auch, ich weiß auch nicht, ich glaube, es ist Merry. Merry was sollen denn im MCU sein? Gemacht haben? Steht hier zumindest nicht drin, zumindest sehe ich gerade nicht. Nee. Nicht. Genau. Das waren alle Punkte, die verteilt sind. Und das waren auch alle Fragen. Und damit gewinnt Bramen mit 94 Punkten, mit einem Punkt vor Christian, diese Folge zu Fantasy. Herzlichen Glückwunsch an Bramen. Danke auch. Sehr gut gemacht von Christian, 93 Punkte. Dann kommt Jay mit 69 Punkten. Nice. Sepp hat Peter überholt mit 52 und nicht Peter nice. Schlusslicht mit 49 Punkten. Dominic Monaghan ist der Merry und der hat in X-Men Origins Wolverine mitgespielt. Also theoretisch auch wieder Marvel-Film. Nein, aber das ist ja kein MCU. Es geht ja um MCU. Das ist lächerlich, dieses MCU-Scheiß da. Ja, nächstes Mal 50 Fragen zu MCU hatten wir bestimmt auch noch gar nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nochmal Glückwunsch an Brammen zum Gewinn und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Und bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss. Ciao.